So, willkommen zur Bremer Community zurück. Jetzt erkläre ich Ihnen so ein bisschen, was sich hinter jedem Menüpunkt versteckt, wo Sie was finden. So, hier oben auf Community finden Sie den Aktivierungsverlauf. Da finden Sie einfach alles, was auf der Bremer Community gemacht wird. Hierfür müssen Sie sich einloggen. Ich bin in diesem Fall schon eingeloggt. Sie sollten sich dann mit Ihren Daten einloggen. Falls Sie noch nicht registriert sind, registrieren Sie sich und loggen Sie sich dann ein. So, jetzt kommen wir zum Aktivierungsverlauf. Hier wird einfach alles. Als erstes klicken wir natürlich hier erstmal den. Wir schließen erstmal hier unten und akzeptieren die Cookies. Die nicht mehr nerven, so. Hier sieht man genau, was gerade oder in der Vergangenheit passiert ist. Jetzt zum Beispiel Patrick vor 5 Minuten den Urlaub, den Skiurlaub 2016 hochgeladen. Ein Beitrag davon. Wenn man jetzt hier raufklickt, kommt man zum Urlaubsfotos von Patrick. Also genau. Wenn man hier raufklickt, ich klicke da mal rauf, kommt man direkt zu dem Beitrag, den er dann erstellt hatte. Na, hier mit seinen Fotos. Gut, da wollte ich nur eben kurz rein, damit man mal sieht, was er da gemacht hat. Wenn man jetzt hier sagen würde, man würde gerne einen Kommentar hier schreiben. Weil irgendwas gefällt einem gut. Zum Beispiel dieses Foto hier, was mir besonders gut gefällt. Dann scrollt man nach ganz unten und hier unten findet man eine Kommentarfunktion. Die findet man auch als Gast, dafür muss man nicht eingeloggt sein. Und dann kann man schreiben, zum Beispiel schicke Fotos oder so. Hier unten kann man sich noch benachrichtigen lassen. Per E-Mail, wenn es weitere Kommentare gibt oder allgemein über die Beiträge. Ich lasse dieses beides jetzt mal weg und sage einfach Kommentar absenden. Dann lädt er ein wenig, Kommentar ist abgesendet und dann erscheint hier das Kommentar. Bei mir landet das hier sofort bei euch als Benutzer. Landet das noch nicht und als Gäste landet das auch noch nicht sofort hier, sondern ich muss es erst freischalten. Also nicht wundern, wenn es hier nicht sofort landet. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den Aktivierungsverlauf, wo wir eben schon waren. Also Community, Aktivierungsverlauf. So, da sind wir wieder. Auf der linken Seite kann man das noch filtern. Zum Beispiel Aktivitäten von nur deinen Freunden. Oder nur Aktivitäten von Gruppen, in denen du bist. Dann noch Favoriten und Erwähnungen. Erwähnungen zum Beispiel ist eine Erwähnung, wenn man zum Beispiel schreibt ein Ad. Und dann sieht man hier schon die ganzen Leute, mit denen ich befreundet bin. Hier zum Beispiel auch Patrick. Ich schreibe zum Beispiel dann schöne Fotos, die du da hochgeladen hast. So, wenn ich das jetzt aktiviere, wenn ich das jetzt absende, John, Update veröffentliche, dann würde er eine Benachrichtigung bekommen, dass ich ihn hier verlinkt habe. Und wenn er das hier filtert, bei Erwähnungen, wenn er hier aufklickt, findet er nur Sachen, wo er erwähnt worden ist. Ich sende das jetzt mal ab. Hier ist es. Das ist verlinkt worden. Wenn man jetzt eine Sache zum Favoriten hinzufügen will, dann klickt man zum Beispiel hier rauf
auf den Stern. Das kann man überall machen, bei jedem Beitrag. Ja. Zum Beispiel, ich finde das jetzt hier ganz hübsch, kriege ich hier mal Favoriten. Ja, das ist ein Stern drin. Jetzt ist das bei mir als Favorit gespeichert. Wenn ich jetzt hier oben meine Favoriten anklicke, dann werden nur Sachen, tauchen nur Sachen auf, die ich als Favorit gespeichert habe. Wie man sieht, habe ich diese Funktion noch nie genutzt. Deswegen landet jetzt auch nur dieses eine Foto hier drin. Gut, jetzt wollen wir mal alle Sachen anzeigen. Also klicke ich wieder hier oben, alle Mitglieder. Also sieht man wieder alles. Zum Beispiel, wenn ich nur Sachen angezeigt haben will, die in Gruppen sind, klickt man hier drauf. Dann werden nur Sachen angezeigt, die in Gruppen sind. Zum Beispiel hier, Michelle ist in der Laberecke beigetreten. Sehe ich hier. Genau, ein bisschen weiter runter. Hier zum Beispiel hat Jan sein neues Lied veröffentlicht in selbstgemachten Gruppen. Hier sieht man immer, nee, das ist das Forum. Aber hier oben, Moment, ich muss mal selber schauen. Doch, hier oben, selbstgemachte Musik ist die Gruppe. Und wenn ich zum Beispiel hier raufklicke, dann komme ich auch direkt zu der Gruppe hin. Okay, in diesem Fall komme ich zu einem Fehler, weil das wahrscheinlich noch so eine alte Gruppe war, die nicht mehr existiert. Gut, ich gehe nochmal wieder in den Aktivitätsverlauf rein, um weiteres zu erklären. So, hier wieder angekommen. Sage ich wieder, alle Mitglieder sollen angezeigt werden. So, genau. Jetzt wollte ich Ihnen noch die Dinger hier unter erklären. Ich als Admin kann jeden Beitrag löschen. Das können Sie nicht sehen. Ihr könnt nur Ihre eigenen Beiträge sehen und die löschen. Wenn man hier den Stern, das hatten wir ja eben schon, das ist die Favoriten. Hier die Zahl. Ist ein Kommentar, also die Anzahl der Kommentare, die hier hinterlegt worden sind. Wenn Patrick das jetzt sieht, würde Patrick hier raufklicken und darunter einen Kommentar schreiben. Ich kann das jetzt natürlich auch tun. Ja, zum Beispiel könnte er jetzt schreiben von wegen vielen Dank oder irgendwie sowas und das veröffentlichen. Dann würde das hier unter angezeigt werden als Antwort und hier würde dann eine 1 stehen, dass das einmal kommentiert worden ist. So, ich will das jetzt aber nicht machen. Vielleicht macht es ja Patrick, wer weiß. Bin gespannt. So, ich klicke mal weiter, was es hier noch zu erklären gibt. Also eigentlich gibt es hier nichts mehr zu erklären. Hier wird einfach nur einfach alles angezeigt, was jemals gemacht wird auf der Filmer Community. Zum Beispiel hier. Ja, da wurde ich und Jolene Freunde. Und so weiter und so fort. Hier zum Beispiel noch ein Beitrag, den ich veröffentlicht habe vor 4 Tagen. Gemeinsam spielen. Ja, hier zum Beispiel noch, wo ihr Fotos mir schicken könnt. Also, ihr liest euch das am besten selber durch. Dann wisst ihr, wie das funktioniert. Ihr könnt mir da Fotos senden und ich wandle die als Comic um. Gut, jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und das sind unsere Gruppen. Unter unsere Gruppen finden Sie einfach alle unsere Gruppen, die wir momentan besitzen. Ja, liest euch das hier durch. Discord. Also Discord zum Beispiel haben wir. Dann haben wir noch eine Telegram-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe. Und hier sind die Interessengruppen von den Gruppen, denen ich eben besprochen habe. Wenn ich darauf klicke, landet man direkt in die Gruppen. Jetzt sind wir in der Gruppen. Jetzt werden die geladen. Hier sind die ganzen Gruppen, die jetzt momentan verfügbar sind.
Da kann man beitreten, um noch mehr Inhalte zu sehen. Zum Beispiel im Bremer Community-Treffen, warum das momentan kein Foto hat, weiß ich gerade nicht. Wenn man hier beitritt, sieht man immer alle neuen Treffen. Wenn man nicht damit, wenn man da kein Mitglied ist, ich klicke da mal rauf, wenn man da kein Mitglied ist, dann kann man die nächsten Treffen nicht sehen. Da findet man nicht. Wenn man da aber Mitglied wird, ich bin jetzt schon Mitglied, kann das jetzt nicht zeigen, aber hier ist sonst ein Button, von wegen Mitglied werden. Und dann kann man halt im Aktivierungsverlauf, ne, aktiv kann man die auch legen, dann sieht man dann alles, was gerade mit den Bremer Community-Treffen gemacht worden sind. So, hier sieht man das zum Beispiel. Ne? Hier ist gerade das Treffen 8 gewesen. Das ist, wir haben aber schon Treffen 16. Kannst mal sehen, wie lange ich da schon nichts mehr reingeschrieben habe. Müsste ich mal wieder machen. Ja, aber ich erkläre euch heute, wie das geht. Wie gesagt, hier wird das mit die Veranstaltung für das Treffen 8 hinzugefügt. So können das alle Leute sehen, die Mitglied sind dieser Gruppe. Und das haben die, das ist der Inhalt der Gruppen. Man kann Aktivitätsgruppen erstellen selber auch. Dafür gehe ich mal eben hier oben rein. Und hier nochmal unsere Gruppen. Und ich müsste hier mal einen Menüpunkt machen, nur Gruppen. Aber man kann ja auch darüber reingehen, hier über Gruppen dann wieder. Und an dem Punkt kann man auch eigene Gruppen erstellen. Dort sieht man das schon, Gruppe erstellen. Da könnte man eine Gruppe selber erstellen, wenn man Lust drauf hat. Wenn man irgendwie eine eigene Gruppe erstellen möchte, über irgendeine Interessensgruppe, also irgendeine, wofür man sich interessiert und was man denken könnte, was andere Leute auch interessiert. Ich gehe hier mal rein, Gruppe erstellen. So. Ja, da kommt's. Dann kann man Gruppennamen eingeben. Eine Gruppenbeschreibung. Ich mache das jetzt mal einfach. Mache hier mal ein paar Qs rein. Ihr schreibt natürlich euren Gruppennamen da rein und Gruppenbeschreibung. Dann klicke ich auf Fortsetzen. So. Dann kann man hier auswählen, ob es eine öffentliche Gruppe sein soll. Was das Einzelne trifft, könnt ihr hier lesen. Ob es eine private Gruppe sein soll oder ob es eine unsichtbare Gruppe sein soll, die gar keiner sieht, nur ihr und die Mitglieder. Ja, dann kann man auch hier einstellen, ob die Gruppeneinladung, wer die Gruppeneinladung machen darf, zum Beispiel alle Mitglieder oder nur Administratoren, also ihr oder deren Moderatoren, die ihr ausgewählt habt. Oder halt nur ihr als Administratoren. So, ich lasse das jetzt einfach mal so. Klick weiter. So, als nächstes könnt ihr ein Gruppennamen-Foto erstellen. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt keinen Gruppennamen erstellen. Ansonsten klickt ihr hier rauf und könnt einen Gruppennamen erstellen. So, ich überspringe das jetzt mal. Als nächstes kommt dann der Titel, das Titelbild. Also ihr müsst euch das vorstellen, oben, ganz oben ist das Titelbild. So eine Größe, das könnt ihr auswählen. Und dann das Bild ist hier unter als Kreis und wird überall angezeigt. Diese zwei Bilder gibt es. Als nächstes kommt dann Einladungen, da könnt ihr Freunde einladen. Ich breche das an dieser Stelle ab. Weil ich möchte keine Gruppe erstellen mit Kuh, bietet niemand einen Mehrwert. Deswegen breche ich das jetzt ab. Als nächstes gehen wir in unserem Forum, welches wahrscheinlich die nächsten Tage jedoch nochmal umgearbeitet wird. Im Forum, ja, Forum könnt ihr das machen, was man am Forum so macht. Ja, ich habe
seit neuestens hier Vorstellungen, ist auch nichts drin. Da könnt ihr euch selber vorstellen. Ne? Ein Foto und ja, was ihr hobbymäßig macht, wie alt ihr seid und so weiter und so fort. Ja, das sind so ein paar Sachen, die möchte ich jetzt nicht alle erläutern. Ist eigentlich selbsterklärend, steht ja immer dabei, was es da, worum es dabei geht. Ne? Und es gibt manche Forums, die seht ihr hier auch nicht. Wenn ihr nicht bestimmte Gruppen beigetreten seid, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Fotografengruppe beitretet, wenn ihr die nicht beigetreten habt, seid, könnt ihr diesen Beitrag nicht sehen. Wenn ihr die beigetreten seid, könnt ihr das hier sehen und könnt auch mit dran teilnehmen. Die gibt es erst seit ein paar Tagen, deswegen ist hier noch nichts los. Aber vielleicht seid ihr der Erste oder die Erste, die hier was schreiben. Wie gesagt, aber dafür müsst ihr in der Gruppe beigetreten sein, um das zu sehen. Als nächstes gehen wir zu den Umfragen. Ja, was sich dahinter versteckt, weiß man eigentlich schon genau. Halt Umfragen. Das sind einzelne Umfragen. Da kann man dran teilnehmen. Ja. Mit dem Schloss sind schon abgehakt. Aber hier oben, solche Sachen, da ist das Thema noch offen. Man kann auch noch Umfragen mitmachen. Oder man kann hier auch eigene Umfragen erstellen, indem man einfach ein neues Thema macht. Und ja, das ist alles selbsterklärend, da steht da alles auf Deutsch. Und falls ihr mal doch Probleme habt und nicht weiter wisst, wie das funktioniert und so, stehen wir auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Dafür klickt ihr auf Forum, um wieder ins Forum zu landen. Und im Forum unter Hilfe zum Beispiel oder unter Anfragen. Ja, also unter Hilfe, ja, könnt ihr, also unter Anfragen könnt ihr einfach Anfragen stellen und unter Hilfe, wenn ihr direkte Hilfe braucht, geht ihr hier rein, erstellt ein neues Thema, schreibt hier oben ausschlaggebenden Wort oder Wörter, zum Beispiel, ja, was bräuchte ich jetzt Hilfe, zum Beispiel, ja, Fotogruppe zum Beispiel. Also Fotogruppe hin. Und dann kann ich hier eine Frage stellen. Wie komme ich in die Fotogruppe zum Beispiel? So, mache hier noch ein Fragezeichen hin. Und dann könnte ich das jetzt absenden. Ich mache das jetzt in diesem Fall nicht. Hier an dieser Stelle kann man auch wieder eine Umfrage erstellen, wie man das sieht. Es passt nur jetzt nicht. In der Hilfe passt natürlich eine Umfrage nicht. Wahrscheinlich werde ich das auch hier an der Stelle wieder rausnehmen, weil das eigentlich zur Hilfe nicht passt. So. Und wenn ihr das jetzt zum Beispiel hier sendet, dann sehen das alle Leute unter Hilfe. Und ich oder jemand aus meinem Team oder andere Mitglieder können darauf antworten und euch helfen, wie man jetzt in die Fotogruppe gelangt. Es wird auch in der Regel ziemlich schnell beantwortet. Also wenn ihr irgendwelche Hilfe braucht, schaut in der Hilfe nach im Forum. Vielleicht sind eure Fragen schon beantwortet bis dahin. Und es gibt schon einen Beitrag da oder stellt halt eure Frage dort und wir beantworten sie oder andere Mitglieder. So, ich schicke das jetzt nicht ab, weil ich habe die Frage nicht, aber vielleicht ihr ja und ich finde demnächst eure Fragen dort. So, ich verlasse das jetzt, weil ich das abbrechen möchte. So, als nächstes kommen wir zu den Projekten. Hier unten sind Projekte. Da schreiben wir immer unsere aktuellen Projekte rein.
an denen sie auch mit teilnehmen können. Zum Beispiel haben wir ein Bremer Community Spiel, welches wir momentan erstellen, wo die erste Welt schon fertig ist, die man auch schon spielen kann, aber wo wir eine zweite Welt noch bauen, wo alle dran teilnehmen können. Und die hat momentan 18%. So. Als nächstes gibt es noch Bremer Straßen. Ist noch ganz, ganz weit am Anfang. Ja, worum es da genau geht, kann ich jetzt noch nicht genau erzählen, weil das ist ein neues Projekt in der Bremer Community. Und da werdet ihr die nächsten Tage mehr Infos für bekommen. So. Darunter findet ihr abgeschlossene Projekte, zum Beispiel das Forum. Da wurde die Übersicht komplett geändert, ist bei 100%, also fertig. Demnächst kommt hier noch mehr rein bei Forum, weil wir das Forum ein bisschen umgestalten. Und ja, das werdet ihr dann sehen. Ja, hier unten sind auch nochmal Projekte, Beiträge. Zum Beispiel hier die Bremer Straßen, die ich hier oben schon angesprochen habe. Ein Teil davon wird da schon erklärt. Und hier sind die Beiträge für das Bremer Community Spiel. Wenn man hier raufklickt, kann man sich das genau durchlesen, was für ein Spiel wieder erstellen und worum es dabei geht, woher man das Programm kriegt, um das Spiel zu erstellen und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache hier. Und ihr solltet da öfters mal reinschauen, um zu sehen, wie weit die Projekte schon sind oder ob ihr an einzelnen Projekten halt teilnehmen könnt. So, als nächstes gehen wir in Einkaufen rein. Ja, Einkaufen sagt der Name schon. Hier könnt ihr zum Beispiel in Bekleidungsshop reingehen, in Fanartikelshop, in handgemachten Shop oder im Weihnachtsshop. So, dann gibt es noch Empfehlungsshops, da werden Sachen von Amazon und eBay von uns an euch empfohlen. Das hat den Hintergrund, weil wir werden von sehr, sehr vielen Leuten gefragt, können wir uns das empfehlen oder das, und wir wollen das nicht für jeden Einzelnen einzeln machen, also haben wir das hier jeweils für alle, so dass alle Leute das einsehen können. Zum Beispiel, wenn man hier zum Amazon-Empfehlung reinschaut, dann sind alle Sachen da, die wir jemals gekauft haben. Und auch Sachen, die einfach Leute mich gefragt haben oder uns gefragt haben. Und wir haben die dann hier halt empfohlen. Dann können sie einfach irgendwo raufklicken. Zum Beispiel, ihr wollt jetzt hier die SD-Karte haben für 128 Gigabyte und die für knapp 26 Euro hier kaufen. Wenn ihr raufklickt, ja, dann öffnet sich Amazon und ihr könnt das da kaufen. Ich kann das ja zeigen, ich klicke einfach rauf. Ne? Dann öffnet sich Amazon, hier kommen nochmal Cookies, die man auch bestellen muss. Und momentan sind sie sogar noch günstiger, sind gerade bei 22 Euro. Und man könnte das hier in den Einkaufskorb dann packen und dann kaufen. So. Wir wollen aber nochmal zurückgehen. Das finden wir auch zurück. So. Hier noch einmal zurück, um bei Einkaufen wieder zu landen. Und dann gibt es hier unten noch Icons Shop. Im Icons Shop finden Programmierer, Spieleentwickler verschiedene Icons zu verschiedenen Themen, die häufig erwerbt werden können. Im Domain Shop finden Sie günstige Domains, die wir verkaufen oder unsere Kunden verkaufen. Wenn man hier reinklickt, kann man verschiedene Domains sehen, die gerade verkauft werden, mit den Preisen. Ja, und da steht dann halt auch drauf, wie man die Person kontaktiert. Ja, und so weiter und so fort. Das ist momentan Einkaufen. Wird demnächst noch erweitert. Da wird noch ein Bereich sein, der heißt Dienstleistungen. Da werden alle unsere Dienstleistungen drinnen stehen.
Wir betreiben mehrere Firmen und hier werden alle Dienstleistungen unter einem Dach sein. So, als nächstes gehen wir in Blogs. Also in Blog. Und dann hier um Blog klicken. Und da landen einfach alle Blogbeiträge, die jemals erstellt worden sind. Zum Beispiel hier der Skiurlaub von Patrick. Der ist von Patrick erstellt worden. Im Bereich Patricks Fotoblog am Datum 24. März 2021, also quasi heute. Ein Kommentar hat dieser Beitrag. Ich habe diesen Kommentar vorhin verfasst. Hab geschrieben, schicke Fotos oder irgendwie sowas. So, wenn man hier halt runter scrollt weiter, sind immer mehr Sachen, die im Blog veröffentlicht worden sind. So, als nächstes gehen wir in Blog und dann Themen. Da sind einfach alle Themen, die es auf der Bremer Community gibt, die man lesen kann. Zum Beispiel News. Hier erscheinen alle News, die es Neues gibt auf Bremer Community. Oder Online-Fotos, Online-Videos, ne? Online-Filme, wo ihr Filme gucken könnt, online, verschiedene Filme. Ja, hier gibt es Reisen, ne? wo wir auf Reisen gehen und euch darüber berichten. Und das teilweise auch in 360 Grad. Ja, hier gibt es jede Menge Anleitungen, Veranstaltungen, Coronavirus, immer mehr Wissen über Coronavirus, ein Ratgeber, verschiedene Themen zum Bereich Geld oder Vergleiche, wo wir Produkte miteinander vergleichen. Hier gibt es noch Programmieren, wo Leute programmieren lernen können. Ja, eine Kinderwelt, eine Tierwelt, Frauenwelt, ja, Lebensgeschichten. Ja, es steht immer jeweils darunter, worum es dabei geht. Hier ist nochmal 360 Grad im Einzelnen. Ja, Jenna's Beauty World. Sie berichtet über ihre Kosmetikwelt mit Kosmetik, Weiß, Holz und weiteres. Ja, dann gibt es halt noch eine Männerwelt. Jenna's Kochkunst. Sie berichtet über jede Menge Essen. Ja, Patricks Fotoblog, wo Patrick auf Reisen geht und seine Fotos immer online stellt. Mein Blog. Ja, hier geht es hauptsächlich um Naturfotografie. Naja, und allgemein, was ist so, der ist weniger belebt, weil, ja, ich habe mehr als genug mit den anderen Themen alle zu tun. Aber ab und zu mache ich hier doch was rein. So, jetzt gehe ich nochmal wieder hoch. Jetzt gehen wir hier auf Blog und dann Gastautoren. Also Sie können auch ein Gastautor bei mir werden. Hier stehen alle Gastautoren drin, die es momentan gibt. Ja. Und wie gesagt, wenn man selber ein Gastautor werden will, kann man sich hier bewerben. Dann hier sind auch Meinungen, was Sie dazu sagen zu dem als Gastautor. Ja. Und die Personen schreiben halt auf der Bremer Community. Und Patrick zum Beispiel macht hauptsächlich nur Fotos von seinen Veranstaltungen und seinen Reisen. Andere Leute, zum Beispiel Jenna, macht nur Kosmetik oder alles im Bereich Kosmetik. Ja. Ja, so weiter und so fort. So, jetzt gehen wir zu den Veranstaltungen. Hier finden Sie alle Veranstaltungen, die es auf Bremer Community gibt. Momentan leider sehr wenig, weil wir Corona haben. Zu Corona leider keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Oder halt nur so kleine Veranstaltungen, die sich einfach für uns nicht lohnen, wo wir auch keinen Spaß hinter haben, weil es einfach viel zu wenig Leute sind. Das macht keinen Spaß und so. Wir haben momentan Veranstaltungen, die online stattfinden. Jeden Freitag ist das zwischen 18 Uhr und 20 Uhr und 20.30 Uhr bin ich der Meinung gerade. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr hundertprozentig. Da ist auf jeden Fall, findet immer eine Zoom, also per Webcam Veranstaltung statt für eine halbe Stunde. Ja, und da kann man reden wir über alles. Und einfach nur so eine schillige Runde, so wie zum Beispiel unsere WhatsApp-Gruppe auch. Da reden wir einfach über alles. Ja,
Bei den Veranstaltungen sieht man auch alle Veranstaltungen, Veranstaltungen finden, Bremer Community, also da finden Sie die ganzen Fotos zum Beispiel. Ja, Veranstaltungsblog, da wird einfach nochmal die ganzen Beiträge aufgeführt, veranstaltete Orte, wo wir jeweils waren, veranstaltete Kategorien, ja, die Schlagwörter dazu. Hier sind zum Beispiel Buchungsverwaltung. Wenn man zum Beispiel an irgendeinem Bremer Community-Treffen teilnehmen möchte und Zusagen tut, oder es gibt zum Beispiel Tickets zu diesen Veranstaltungen, könnt ihr hier die Buchung verwalten und auch, ob ihr daran teilnehmt, wann ihr daran teilnehmt. Dann gibt es noch einen Kalendereintrag zum Beispiel. Ja, hier kann man die verwalten. Und hier sind meine Buchungen. Also die Buchungen, die du gebucht hast, findest du dann hier, wenn du darauf klickst. Hier sieht man das auch, dass es momentan keine gibt. Gut, aber wir gehen mal weiter. Und jetzt gehen wir zum Bereich Geld verdienen. Der Bereich Geld verdienen, der wird bald nochmal komplett überarbeitet. Weil, also hier kann man mit Cashback Geld verdienen. Das heißt, so viel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier unter scrolle und einen unserer Partner nehme, zum Beispiel AliExpress, wenn ich jetzt hier raufgehen würde, also man muss eingeloggt sein, ganz wichtig, man muss hier oben eingeloggt sein, ansonsten funktioniert das für mich nicht. Und dann geht man auf AliExpress zum Beispiel und kauft ihr irgendwas. So, und dafür bekommt ihr dann 10 Euro Cashback, weil ihr was gekauft habt. Gibt es nicht nur 10 Euro, gibt es auch in Prozente, zum Beispiel hier, wenn man hier was kauft, ne? Und wenn man dann halt, ein Prozent ist jetzt in diesem Fall wenig, aber wir haben ja auch noch andere, und hier zum Beispiel 5%, ne, auf alles, was mit Shishas und so zu tun hat, wenn man hier rauf geht und für, ja, irgendwas kauft, bekommt ihr davon 5% Cashback zurück. Umso mehr ihr kauft, umso mehr Cashback kriegt ihr halt zurück. Also genau 5% genau gesagt. So, das ist dann auch erklärt. Ach so, und die Umrechnungsfunktion ist so. Genau, hier sieht man, was man eingenommen hat bis jetzt. Und dann sieht man, dass eine Auszahlung ab so und so viel BCs gibt. Also BC steht für Bremer Community. Und hier ist eine Auszahlung ab 10 Euro möglich. Also quasi, wenn man hier AliExpress sofort machen würde, könnte man sich direkt auszahlen lassen. Dann kann man hier auch eine Auszahlung beantragen. Ne? Ich kann das in diesem Fall noch nicht. Ich habe noch nicht genug. Aber ich könnte das dann halt, wenn ich 10.000 BCs hätte. Dann könnte ich hier halt eine Auszahlung beantragen. So. Als nächstes gehen wir zu meinem Konto. Den Bereich sieht man halt auch nur, wenn man eingeloggt ist. Da wird man ja begrüßt, kann man sich auch abmelden, wenn man das möchte. Ja, hier kann man Bestellungen einsehen, wenn man im Shop was gekauft hat. Downloads, wenn man im Shop auch was man downloaden kann. Da kann man seine Adresse bearbeiten. Die Sachen werde ich jetzt alle nicht reingehen, weil das private Sachen sind. Und das bei jeder halt auch anders ist. Ja, Kontodetails, da kann man halt das Profil selber bearbeiten, da könnte ich mal eben reinklicken. Ja, Vorname, Nachname, dann hier der Anzeigename, könnt ihr auch selber frei wählen. Ich lasse den bei meinen Vor- und Nachnamen. Ja, da kann man das Passwort halt ändern und kann man auch speichern. So. Ja, da kann man sich nochmal abmelden. Kann ich hier unten geht auch nochmal abmelden. Da ist halt der Warenkorb, da kann man den Warenkorb direkt einsehen. So, ich denke mal, dieser Anleitung war relativ, ja, vielseitig. Ich scroll mal ein bisschen weiter runter, weil hier verbergen sich noch andere Punkte. Wenn man zum Beispiel mal was suchen tut und nicht mehr weiß, wo das ist, kann man hier unten auf Sitemap draufklicken. Da ist einfach sämtliche Seiten, die es auf der Bremer Community gibt, kann man hier einsehen. Zum Beispiel alle Seiten, alle Beiträge, alle Kategorien. Hier kann man einfach alles sehen, was jemals veröffentlicht worden ist. Jeden einzelnen Beitrag, jeder Cashback-Shop oder Veranstaltung oder Veranstaltungsort.
Wie man sieht, sind hier sehr, sehr viel oder jedes Produkt halt. Einfach alles. Man findet einfach alles. So, was gibt es sonst noch? Ja, wir haben noch einen schönen Newsletter. Den könnt ihr hier auch per Mail beitragen. Gebt ihr einfach eure E-Mail-Adresse ein. Momentan habt das schon 359 Personen gemacht. Dann werdet ihr immer über neue Beiträge informiert per Mail. Ja, wenn Sie uns unterstützen wollen, können Sie das auch machen, indem Sie etwas Liebe uns schicken und klicken hier unten drauf. Dann gelangt ihr zum, ja, wenn ihr erstmal kommt, ja, wenig warten. Hier oben sieht man noch, wer gerade das neueste Mitglied ist, wer aktiv ist und wer beliebt ist. So, das dauert heute ganz schön lange, warum auch immer, ich weiß es nicht, ist gerade ein bisschen überlastet, anscheinend. Dauert anscheinend ziemlich lange die Seite. Okay, nochmal. So, dann hat die Seite jetzt auch endlich mal geladen. Und hier könnt ihr uns unterstützen. Ja, bei den Serverkosten zum Beispiel könnt ihr uns unterstützen. Da würdet ihr uns unterstützen mit monatlichen 45 Euro. Oder für das Design, wenn ihr der Meinung seid, es muss viel mehr für das Design getan werden, dann könnt ihr das tun für 50 Euro im Monat oder uns allgemein unterstützen mit 20 Euro pro Monat. Sie können uns auch unterstützen, indem ihr uns Bitcoin schickt, hier ist die Bitcoin-Adresse, für DAI und für Stellar, jeweiligen Adressen. Und so könnt ihr uns unterstützen. Es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Doch diese Anfragen solltet ihr dann im Forum stellen, wenn ihr zum Beispiel eine Überweisung machen wollt. Oder direkt mit PayPal. Oder falls euch noch andere Sachen einfallen könnten. Stellt dann einfach im Forum hier. Unter Forum und dann unter Anfrage. So, hier oben die Anfrage. Eine Anfrage, dass ihr gerne spenden wollt für das und das und das Projekt und in welche Richtung das fließen soll. Ja, da könnt ihr dann die Anfrage stellen. Wir sind über jeden Beitrag dankbar, der uns die Kosten wegnimmt. Das hört sich komisch an. Ja, unsere Seite ist wie gesagt komplett werbefrei, bis auf diesen kleinen Banner, der hier in der Seite ist. Ansonsten ist unser komplett werbefrei und Sie werden nicht mit irgendwelchen nervigen Werbung oder sonst was genervt. Ich präsentiere die Bremer Community schon seit 2001, da habe ich sie erstellt. Wenn ihr die Geschichte lesen wollt, wie es dazu gekommen ist und warum ich die Bremer Community erstellt habe. Ich hatte hier mal einen Beitrag, ich habe den woanders hingepackt, ich weiß jetzt gerade nicht wo. Da gibt es jedenfalls die Geschichte, ich werde ihn demnächst hier wieder reinpacken. Die Geschichte, warum ich die Bremer Community erstellt habe und wofür sie mal gedacht war, wofür sie heute ist. Ja, alles so ein bisschen mehr Infos über die Bremer Community selber. Ja, ich stelle dieses Projekt seit 2001 bereit. Also quasi vor 20 Jahren habe ich damit begonnen. Inzwischen habe ich ein paar Helfer, aber ich verwalte immer noch alles selber. Es gibt ein paar Helfer in den Gruppen, wie bei WhatsApp, bei Telegram habe ich ein paar Helfer, bei Discord habe ich auch ein paar Helfer, bei Teamspeak, der ziemlich selten benutzt wird, habe ich auch ein paar Helfer, der wahrscheinlich demnächst abgeschaltet wird, weil der wird echt ziemlich selten benutzt nur noch.
Ja, ich habe viele freiwillige Fotografen, die auf den Bremer Communities immer Fotos machen. Bin ich sehr dankbar darüber. Ja, wenn ihr auch ein Teil der Bremer Community sein wollt, schreibt mir einfach im Forum unter Anfragen eine Anfrage, wo ihr gerne mithelfen wollt. Ja, ich denke mal, das war es soweit mit der Erklärung des Frontend. Als nächstes, im nächsten Video kommt wohl das Backend, was ich jedoch nicht in eins durchmachen werde, weil es einfach zu viel gibt, was es da zu erklären gibt. Und das wird einfach zu heftig. Hier sehen Sie mich nochmal. Und ja, die Hauptseite haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Falls nicht, liest euch das durch. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen über jede Menge Kommentare in den einzelnen Beiträgen oder unter diesem Video. Tja, ich bin da mal weg. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Bremer Community. Bis zum nächsten Mal.